Der Luchs. In der Schweiz ein geschütztes Tier bis jetzt. Mit der Revision des Jagdgesetzes, die in diesen Tagen in Bern diskutiert wird, könnte diese Wildkatze wieder einfacher geschossen werden. Die Jäger setzen sich genau dafür ein, mit dem Argument, der Luchs gefährde andere Tiere. Lars Gotsch ist dem nachgegangen. Scheu, schnell, ein hervorragender Jäger. Seit 40 Jahren schleicht der eurasische Luchs durch die Schweizer Wälder. Er ist geschützt, kann sich ungehindert ausbreiten. Entlang der Alpen und im Jura leben mittlerweile etwa 300 Luchse. Auf der Speisekarte der Wildkatze ein Reh oder eine Gämse pro Woche. Genau jene Tiere, auf die es auch die Jäger abgesehen haben. Er und seine Kollegen wollen dem Luchs an den Kragen. Der Bund soll die Wildkatze zum Abschuss freigeben, wenn sie sich in einer Region zu stark ausbreitet, fordert Hans-Peter Egli, Präsident des Schweizer Jagdverbandes. Es ist ja so beim Luchs genau gleich wie mit anderen Wildtierbeständen. Wenn es zu gross wird, richtet es natürlich Schaden an. Der Luchs an den Schalenwildbeständen vor allem, an den Reh und am Gams. Und wenn die Bestände zu hoch sind in einem Gebiet, dann verschwindet einfach die Reh und Gams vollständig. Ist das Reh vom Aussterben bedroht? Dies sei schlichtweg falsch, so Reinhard Schniedrig, Wildtierverantwortlicher beim Bund. Und tatsächlich, die Jagdstatistik zeigt, der Schweizer Rehbestand bleibt seit Jahren in etwa gleich groß. Das heisst immer wieder, dass der Luchs das Reh stark in Bedrängnis bringt. Das ist zumindest in der grossen Landschaft, in der grossen Skala nicht der Fall. Lokal kann das etwas anderes sein, dann müssen wir lokal anschauen. Da kann der Luchs durchaus das Reh unter Druck setzen. Aber im Großen und Ganzen ist das Reh überall vorhanden. Gibt es nur noch wenige Rehe, macht sich der Luchs nicht die Mühe, diese aufzuspüren. Er weicht auf andere Tiere aus, so der Experte. Dass die Wildkatze eine ganze Tierart ausrottet, sei gar nicht möglich. Wenn der Luchs zum Beispiel am Reh intensiv jagt und die in der Zahl abnehmen, wird es irgendwann einmal schwieriger, ökonomisch nur schon, von vom Jagderfolg her, da weiter zu jagen. Und dann wird er schwanken, dann wird er umwechseln von anderen Beutetieren, zum Beispiel das Gämsche oder der Fuchs. Und so wird sich das am Schluss einpendeln. Der Luchs kann durch unsere Beutetierpopulation auf tieferem Niveau stabilisieren, aber ausrotten, das wird er nie. Mit Fotofallen lässt der Bund überwachen, wie und wo sich der Luchs in der Schweiz ausbreitet. Und kennt deshalb das Verhalten der Wildkatze sehr genau. Die Angst der Jäger sei unbegründet. Das sei ja etwas, was gar nicht passiert. Sie eliminieren. Also, wenn sie zahlen. Also, ich habe sie nicht da, aber das ist so, dass es eben. Ich bin jagen in einem Revier in Toggenburg. Und in diesem Revier hat man vor 8-10 Jahren. Hat man jedes Jahr zwischen 15 und 20 Rehe erlegt und zwischen 18 und 25 Gams. Und seit 6 Jahren hat man kein einziges Gams mehr erlegt und auch gar und Rehe vielleicht noch 3-4 pro Jahr. Ob die Argumente der Jäger überzeugen, darüber berät nach dem Ständerat diesen Herbst als zweite Kammer auch der Nationalrat. Die Kleine Kammer hat sich diesen Sommer bereits dafür ausgesprochen, den Schutz des Luchses zu lockern.